Ja, willkommen zurück. Zweiter Teil des Evolution Only Let's Plays. Das heißt, wir haben nur Einheiten, die sich durch Evolution entwickelt haben oder halt eine Evolution vollziehen können. Und sind mit unserem Evolver hier am Start. Dieses ganze Land, ein schönes Lava gespaltenes Land zu unterjochen. Haben wir schon mal die eine Hälfte geschafft und müssen jetzt noch zwei Kameraden hier umhauen. Beide, oder eine zumindest von beiden, Margot schon mal gar nicht. Von daher ist das auf jeden Fall unser Ziel. Wir sind gerade in der Entwicklungsphase, wir haben jetzt eine sehr ruhige Phase. Ich habe die Forschung massiv hochgeballert, sodass wir jetzt hoffen, in unserem Plan, nämlich Drachen zu produzieren und die halt zu T5 aufzuwerten, dann langsam angehen können. Vor allem fehlt uns dafür noch Einberufung. Es fehlen uns noch zwei Tomes und das erste davon von den beiden können wir schon mal wählen. Wir brauchen nämlich für T4 Tomes ja 6 Ordnung und wir wollen das T4 Buch, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, oder für Leute, die jetzt nur für den Part reingeschaltet haben, dass wir dieses Buch hier brauchen, und zwar das Buch der Erhebung. Wir wollen nämlich aufgestiegene Kriege haben, um jedes Mal Einheiten einen Rang zu geben. Das heißt, wir versuchen dahingehend auf hoffentlich einmal pro Runde da zu kommen und dann ständig unsere Drachen aufzuwerten, dass sie dann zu großen Drachen werden, also nicht zu jungen Drachen oder nur bei jungen Drachen bleiben. Das wäre schon mal sehr sinnvoll. Und deswegen müssen wir erstmal noch zwei erlangen. Der Rest hier ist, ja, weiß nicht, Engelstransformation könnte man überlegen. Müssen wir mal schauen. Wichtig ist aber, wir nehmen uns jetzt Zuflucht. Den Mal des Hüters, damit können wir unsere Schildeinheiten, das heißt unsere entwickelten Pikiniere, schon mal schön buffen. Wir können das gesalbte Volk nehmen, was auch okay ist. Und Rettung ist tatsächlich sehr gut. Da können wir nämlich nochmal eine Heilung kriegen, die uns einen großen Vorteil im Kampf bringen kann. Der Rest ist, ja... Aber machen Heiligtum ist ganz cool, ne? Weil 15 Mana können wir auch momentan gebrauchen. Wir sind jetzt nicht mehr für Mana so gut aufgestellt. Deswegen werden wir auch das hier auswählen. Was ist unsere Strategie? Wir wollen jetzt Drachen pumpen, pumpen, pumpen und die aufwerten, sodass wir hoffentlich dann auch vorankommen. Wir blocken das einmal und holen uns das. Und dann richtig schöne, fiese Doomstacks produzieren, damit wir Fange abballern können. Das werde ich euch dann schön zeigen und werde ich wieder reinschalten, wenn wir so ein bisschen vorangekommen sind. Außerdem haben wir Hochkrabbe jetzt entdeckt. Die greifen uns gerade an, waren ehemalig von Mishara, die wir ja schon ausgelöscht haben. Die Vasallen. Ja, ansonsten, da taue ich euch um, außer da kommt jetzt was Spektakuläres. Werde ich euch dann erstmal ein paar Runden reinschalten, wenn ich soweit die Wirtschaft geregelt habe. So, ein paar Ründchen weiter haben wir jetzt schon mal das nächste Buch beigeschaltet. Das heißt, ich habe die Beschwörung wie besprochen übernommen. Und jetzt können wir unseren Plan voranschieben. Wir holen uns das Buch der Erhebung. Dadurch kriegen wir aufgestiegene Krieger. Engelstransformation, die würde ich tatsächlich jetzt auch einfach mal nehmen, damit wir da auch eine erhebliche Transformation bekommen. Wir haben ansonsten nicht viel getan. Die Stadt haben wir einfach nur bestochen. Das kennt ihr ja. Da ist es auf jeden Fall schon mal. Haben wir uns. Das will ich auch nicht sparen, machen beides. Da geht nicht, kann nur eins. Auf jeden Fall, die Stadt haben wir unten bestochen einfach, weil ich will hier nicht übers Wasser zu der hin. Die nervt mich sonst einfach nur. Bisschen hier freigeschaltet, da war jetzt auch nur wieder so ein kleines Nest. Ansonsten muss ich dran denken, was ich halt einfach nie kapiere, dass ich natürlich mit meiner Stadt hier runter an diesen Tempel rangehen kann. Der Tempel ist natürlich für uns relativ nutzlos, weil wir halt plus 30 Gold bekommen und Einheiten magischen Ursprungs kosten halt weniger Gold und Mana, aber halt nur in der Stadt. Und Phönix können wir halt auch nicht benutzen. Von daher brauchen wir es nicht unbedingt frei zu machen. Würde ich jetzt nicht als spektakulär ansehen, um euch das zu zeigen. Das heißt, eher würden wir hier mal zeigen, was wir hier für ein Stack bisher haben. Wir haben jetzt 3 Drachen gebaut. 4. ist unterwegs, 5. kommt auch. Ich versuche natürlich jetzt langsam aber sicher hier auch auf die Gebäude zu gehen, die uns ein bisschen mehr Einberufen geben. Ich habe hier auch ein Wyvern Nest gebaut, damit wir hier auch noch ein bisschen Einberufen bekommen. 15 Stück an der Zahl. Dass die Dinger langsam, aber auch sicher schnell gebaut werden können mit 3 Hunden. Dass wir gleich dann einige Stacks lang pumpen und dann sollte es eigentlich losgehen. Dann müssten wir so, ja, hoffentlich Runde 70 ein ganzes Stack mit T5 Drachen haben. Kommt auch an, wie gut das jetzt alles noch funktioniert und abläuft. Ansonsten den Baum habe ich hauptsächlich die neutralen Sachen weitergemacht. Wird ein bisschen was auf Mine gehen, ein bisschen Mana brauchen wir nämlich unbedingt. Da haben wir nämlich 60 Stück dazu, das ist ganz cool. Rest ist momentan nicht so wichtig für uns. Deswegen ist er noch relativ belanglos. Ich habe einen Flüsterstein geholt, um eben die Stadt hier oben natürlich zu beeinflussen. Ist ja klar. Nicht unbedingt, dass ich jetzt als Vasall habe, aber ja, ist ja gar nicht schlecht, das einfach mitzunehmen. Warum nicht? Und sonst warten wir noch immer darauf, dass wir, wie gesagt, diesen Einsatz kriegen. Aber das sollte jetzt nicht mehr lange dauern. Dann können wir das Ganze hier mal richtig schön wegrocken. So, ein paar Runden weiter. Wir haben das gesalbte Volk gemacht und dieses Mal des Hüters. Und wir können jetzt unser erstes Mal aufgestiegene Krieger benutzen. Das heißt, wir können unseren einen Drachen schon fast zu
den Feuerdrachen entwickeln. Das ist also ganz cool. Geschieht sogar schneller, als ich gedacht habe. So muss man sagen. Wir werden die Engel-Transformation nehmen. Auch wenn natürlich jetzt so ein bisschen die Schildeinheiten dann jetzt immer schwächer werden. Ich habe mit noch der Fähigkeit hier unsere Reserve von Zauberpunkten erhöht, sodass wir da auf jeden Fall pro Runde einmal das Ganze zaubern können. Der Zwerg geht uns komplett auf den Nerv mit irgendwelchen Anforderungen, die komplett schwachsinnig sind. Das heißt, wir werden ihn gleich aus dem Leben hauen müssen. Ansonsten sind wir natürlich hier jetzt wirklich am Ende unseres Ausbreitungsprinzips. Wir müssen jetzt eigentlich nur die einnehmen oder wir nehmen halt jetzt vom Zwerg irgendwas ein. Jetzt habe ich mich schon mal nach hier unten bewegt. Auch wenn ich jetzt noch nicht sehr effizient da geklärt habe, können wir aber jetzt mal gleich schnell nachholen. Ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich die Decks dann eben auffrische mit den T5-Einheiten. Das wird auch noch ein bisschen schwierig nicht, aber eigentlich möchte ich meine T2-Einheiten nicht aufgeben, weil die halt die Transformation bekommen. Das finde ich immer so schön mit den Transformationen. Ja gut, aber ja, wir werden hier das hier unten nehmen, mehr Wissen, ne, ein bisschen schlechter Ruf. Wir wollen ja eigentlich auf diesen ganz bösen Ruf gehen. Das wäre schon ganz cool. Ja, Magieschaden wäre halt eine coole Sache für einen Magier, aber wir haben halt überhaupt keine Waffen bisher gefunden. Vielleicht deswegen doch den, ja, vielleicht das hier sollte ich tatsächlich noch clearen. Muss ich aber nochmal überlegen, ob ich das überhaupt in Erwägung ziehe. Sonst werden wir jetzt hier wirklich jeden Tag einfach mal draufhauen. Wir haben ja schon wieder einen neuen, also nochmal, jetzt habe ich schon vergessen, wie er heißt. Verteidiger, klar, natürlich. Und der nächste Drache ist jetzt auch sofort da. Den kaufe ich jetzt einfach mal, damit er schon mal profitieren kann, auch vom nächsten aufgestellten Krieger. Und dann haben wir gleich 5 T5-Einheiten und sweepen dann einfach schön durch das Brettchen hier durch. Und das war's dann eigentlich. Dann haben wir ja, glaube ich, eine absolute dominante Überlegenheit. Ich kann hier nochmal kurz zeigen, also mal der Hüter. Ich meine, man sieht nicht wirklich viel davon. Aber ihr könnt hier sehen, wir haben das gesalbte Volk, was uns Widerstände erhöht. Wir haben, ja, ist eine Verzauberung hier, mal des Hüters. Ist gläubig und tödlichen Schaden werden wir einmal unsterblich. Können dann also nochmal heilen und so weiter, was eigentlich eine ganz coole Fähigkeit darstellt. Okay, anscheinend hat der Zwerg das schon geklärt, aber irgendwie an neutrale Einheiten verloren. Also ich muss hier nicht kämpfen. Keine Ahnung, was hier los ist. Habe ich, glaube ich, noch nie in den ganzen 100 Stunden gehabt, dass das passiert ist. Aber kann mich natürlich auch irren. Aber wahrscheinlich wird er das irgendwann. Wann ist der Zwerg denn niemals da gewesen? War das mit Schara? Nee, wie Schara? Schara ist ja nicht an mir vorbeigelaufen. Da unten den Knoten noch vorher nehmen. Ja, aber keine Ahnung. Ja gut, dann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir dann Gegenstand rauskriegen. Wie gesagt, der Wert, den wir da bekommen, ist eigentlich außer Imperium natürlich relativ nutzlos. Von daher war das jetzt nicht Priorität Nummer 1, aber das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist auch mal, das kommt ja auch immer wieder, ne? Ja, ja, klar, wir wollen Glückseligkeit, Einheiten brauchen wir nicht. Und ja, wir pumpen hier weiter drauf und damit haben wir unseren ersten T5-Drachen. Tatsächlich schon früher als 70. Runde. Können wir natürlich gar nicht buffen, das ist ja immer die Sache bei den mythischen Einheiten, aber ich denke trotzdem, wir hätten das natürlich weit optimieren können, aber 64. Runde T5-Einheiten, jetzt gleich x T5-Einheiten zu haben. Oh, kann man machen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Wir werden jetzt leider unsere Einberufung nicht weiter pushen. Das kriegen wir nicht. Hier müssen wir halt sonst noch irgendwie die Zauberbücher machen. Na gut, auch nicht so wichtig. Vielleicht können wir das ja noch irgendwie anders machen. Aber wir produzieren die pro 2 Runde ein. Ich glaube, das reicht, um da wirklich ein maximal brutales Deck draus zu machen. An sich brauchen wir jetzt eigentlich auch den Helden nicht mehr in dem Sinne, sondern wir haben ja jetzt unsere Fähigkeit. Ich meine, wir können natürlich mitnehmen und hinterher schleifen lassen. Und dann kann der uns nachher dann immer den Nachschub geben, wenn unsere Einheiten sterben. Aber wie gesagt, oh, eigentlich will ich nämlich, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt direkt alle Streiter oder Verteidiger ersetzen, weil die sind halt schon cool. Ich mag sie halt schon sehr gerne, einfach weil ich die Strategie ganz cool finde, dass man auch mit einer T2-Einheit dann doch noch ein bisschen was raushauen kann. Was man ja auch nicht unbedingt immer so schlecht finden sollte. Denn auch T2-Einheiten haben ein Recht, benutzt zu werden. Das ist durchaus möglich. Hier ist jetzt auch eigentlich alles durch. Wir brauchen die Raffinerie. Ja, gibt uns 5 Wissen, können wir noch nehmen, ne? Einfach nur um das 5 Wissen, die 5 Wissen zu bekommen. Man sieht, sind wir jetzt wirklich gut dabei. Jetzt einziges Problem werden wird durch die ganzen Drachen, werden natürlich extrem viele Geldprobleme haben. Aber gut, das ist ja klar, ist abzusehen. Ja, und dann könnten wir hier vielleicht entfastetes Mana auf unseren Einheiten drauf, auf unseren Drachen drauf kriegen. Finde ich nicht schlecht. Der Rest ist ehrlich gesagt ziemlich kackjes. Und ja, wir könnten gestärkt verteidigen, Widerstand, dann könnte man die natürlich noch stärker machen, unsere Drachen. Und wir nehmen einfach erstmal den Unterhalt weg, damit wir da nicht in Probleme geraten, auch wenn es immer ziemlich langweilig ist. Aber manchmal muss man auch einfach das Langweilige nehmen. Hier würden wir tatsächlich, ich glaube, den Flimmersprung, die Massenverjüngung, das wird jetzt unsere Heilerin soweit. Da können wir auch inspirierende Anführer, auch einfach, wenn wir jetzt wirklich über Drachenstacks haben, wir müssen die auch irgendwo versorgen können. Deswegen würde das schon durchaus Sinn ergeben. Machen wir hier mal überall Straßen hin, damit wir dann auch
ja, Richtung Zwerg gehen. Fangir, der wieder mal dabei ist. Damit das auch alles schnell gehen kann und wir zügig auch unsere Gewalt hier anwenden können, die wir hier sehen. Natürlich werden denken, den aufgestiegenen Krieger wieder zu wählen. So, nächste Runde. Nochmal aufgestiegene Krieger. Da sollten wir nochmal ein paar Drachen kriegen. Und boom, ihr seht, das Geld schwindet. Wir haben nämlich nochmal zwei neue T5-Drachen bekommen und die kosten natürlich 90 Gold Abhieb und 7 Imperium. Das heißt, unsere Priorität sollte eigentlich auch hier sein, unbedingt die Turmgebäude zu bauen und danach alles an Gold zu bauen, was geht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen wichtiger als alles andere. Münzamt haben wir auch noch nicht gehabt, weil wir das eigentlich brauchten jetzt momentan. Aber jetzt werden wir natürlich massiv Geld rausschmeißen. Weil wir natürlich jetzt auch einfach 4 Armeen haben und wir bauen ja auch immer noch Drachen weiter. Weil ihr seht, das Deck ist jetzt schon bei 2000. Und das ist nicht mal irgendwie so, dass das jetzt das besondere Held wäre oder so. Das heißt, wir schicken jetzt unseren Anführer rein. Und ja, dann machen wir es halt doch, ne? Dann werden wir ja doch die armen Verteidiger vernachlässigen. Ach, so schade. Ich überlege, hat es Sinn, jetzt noch mit den Verteidigern zu spielen? Ich hätte schon ein bisschen mehr mit diesem Midgame halt hantiert, aber ich glaube, da kommen wir einfach nicht zu. Und deswegen setzen wir die jetzt einfach mal raus. Dann wird das hier unser viertes Deck, was einfach hinterherkommt und erstmal ein bisschen mit aufräumt. Und ich, Idiot, habe nicht vergessen, Strafen zu bauen, natürlich, weil ich nicht so schlau bin. Naja, gut, damit werden wir noch eine Runde länger brauchen. Hinten, das ignorieren wir jetzt erstmal. Wir werden jetzt mal voll auf den Typen hier gehen, rechtfertigen Krieg erklären. Und der weiß gar nicht, was auf ihn zukommen wird. Das wird nämlich brutal. Wir haben auch noch mehr böse Geschichten. Vielleicht können wir irgendwann mal auch mal unseren speziellen Drachen bauen. Dich werden wir jetzt tatsächlich auflösen. Du bist einfach jetzt nicht mehr nützlich und wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. Hier ist so ein Friedhof. Lass mal einfach mal einen Schlinger hier stehen und gucken, was passiert. Ich hoffe nicht allzu viel. Ach ja, fangen wir das übrigens hier noch mit seinen eigenen Truppen. Die könnte ich jetzt auch mal schnell umbringen. Vielleicht schaffen wir es. Wenn nicht, dann muss ich es kurz mal selber kämpfen. Okay, nope. Nee, den konnte ich nicht besiegen. Nicht mit dem Schlängler auf Level 1. Holy moly, wir haben halt zu schlechte Kampfzauber, das merkt man ganz gut. Aber der war auch ultra gebufft, also da kommt auch kein Schaden und irgendwas machen. Bisschen nervig, da müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir unser Ersatzdeck tatsächlich nicht hier hinbringen, sondern erstmal diesen blöden Speer da umbringen, sonst geht der uns nachher die ganze auf die Nerven. Das muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Kriegen gleich unseren nächsten Drachen und ja gut, an sich wird glaube ich das eine Stack schon reichen. Wenn wir jetzt nochmal einen aufgestiegenen Krieger hier drauf wirken. Sag schon. Seht, das Geld schwindet. 4 T5 Drachen. Ja, das ist ganz gut. Man muss natürlich insgesamt dann schon noch sagen, da bin ich jetzt ehrlich, dass die T5 Drachen okay sind, gut sind, natürlich schon allerdings aushalten. Ich finde natürlich nicht, die sind die idealsten Einheiten, die es gibt. Das auf keinen Fall. Aber sind natürlich schon massiv stark, das ist klar. Kosten halt aber auch sau viel Abkeep, was sie natürlich dann so mittelmäßig gut macht, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich nicht diese krasse Strategie jetzt hier fährt. Okay, hierdurch kriegen wir wenigstens mal 20 oder 30 Gold. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Damit sollte das Ganze schon mal etwas besser tragbar sein zumindest. Dann gucken wir mal, wo wir Fangen hier finden und dann schalte ich euch wieder rein. Ja, einfach mal eiskalt hochgeprescht. Und wir können jetzt hier mal einen Drachenangriff verwenden, kostet wieder 60 Mana. Wir wollten eigentlich Engeltransformationen noch mitnehmen, weil macht halt Spaß. Problem ist aber, die kosten noch viel mehr Mana. Eigentlich sollte man es nicht verschwenden, aber einfach, weil wir es haben, nehmen wir es mit. Wir kriegen es nicht runter, also unter 4 Runden. Und ja, jetzt gehen wir mal schön mit unserem dicken Mega-Helden, also mit den ganzen Drachen da oben, die ja nicht mehr aufgelevelt sind, das heißt, die werden noch stärker werden. Dann sagen wir mal einfach mal Hallo mit unserem 2000er-Stack. Den hier können wir jetzt auch noch aufwerten. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt tatsächlich lohnt, aber ob wir den nicht einfach so aufwerten lassen. Wir kriegen ja eh pro Runde Erfahrung dazu. Das sollte also eigentlich passen in meinen Augen. Und dann warten wir einfach mal, was Fang gesagt mit seinen Einheiten hier. Ich glaube, er sagt, oh mein Gott. Denn dieses Stack hier ist schon ziemlich brutal, ihr seht's. Das ist auf jeden Fall lustig, kann ich nur empfehlen, einfach mal nachzuspielen. Vielleicht nochmal mit anderen Settings. Das ist schon sehr lustig. Ja, die werden halt keine Chance haben, also das ist ja unmöglich für ihn irgendwas zu tun. Ich frage mich jetzt noch, ob wir das irgendwie noch buffen können, das wäre natürlich auch noch lustig. Wenn wir diese Drachen jetzt noch in irgendeiner Form buffen können. Ich glaube mit dem Materiums 2 könnte man natürlich noch ein bisschen Rüstung oder sowas dazu kriegen. Das Einzige, worauf wir halt aufpassen müssen, ist natürlich Imperium pro Runde. Und Gold pro Runde. Das sind die Dinge, die wir jetzt tatsächlich nicht mehr haben. Das ist ganz, ganz schwierig. Da müssen wir gut aufpassen. Ja, und wir haben, wie gesagt, keine großen Kampfzauber. Ne? Das ist auch klar. Das haben wir einfach nicht. Ich werde hier noch ein Stack zusammen basteln. Nehmen wir einfach noch einen Feuerdrachen. Und das wäre es dann gewesen. Ich glaube, mehr Armee werden wir nie mehr brauchen, um hier wirklich durchzuziehen. Und ich baue hier jetzt nur noch Goldgebäude, um das irgendwie zu erhalten. Damit wir das hinkriegen. Weil Mana kosten sie ja nicht. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, die kosten auch viel Mana. Aber ihr seht halt nur Gold und nur in Anführungszeichen 78 Gold und 7 Imperium, was tatsächlich ziemlich teuer ist.
Aber mit der Armee, was er hier hat, ich hoffe, man hat noch ein bisschen mehr, wird er auf jeden Fall nichts gebacken kriegen. Wir werden ja nachher mal sehen, wie die dann wegschmelzen. Hat übrigens auch sein Speer hier komplett aufgegeben, also hatte ich mir jetzt eigentlich umsonst Sorgen gemacht. Das heißt, wir können hier einfach den kurz umklatschen und dann gehen wir mit dem hier hin. Ich weiß nicht, ob ich mit dem schon diese Einheitenversorgung runtergesetzt hatte. Ich glaube nicht. Nope. Das heißt, wir können jetzt auch nicht darauf setzen, bringt halt nicht wirklich was. Können wir also hinterher schicken das Deck und einfach, keine Ahnung, wenn wir hier durchkommen, ja hoffentlich ein bisschen plündern oder einfach die ganze Geschichte hier über den Haufen schmeißen und fangen hier komplett vernichten. Ihr seht, die Map ist halt wirklich klein. Ich denke, dass die andere Person noch sehr viel Kräfte hat. Der ist ja, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal getötet worden. Ich denke also, dass die andere Person noch ein bisschen stärker ist. Und jetzt ist irgendwie wieder irgendein Quatsch. Ja, hier, kriegst Geld, ist mir egal. Und wir kriegen schon wieder ein neues Buch. Jetzt ist eigentlich nichts mehr, was wir jetzt dringendst brauchen. Weil nochmal, wir können halt Dracheneinheiten in dem Sinne nicht buffen, dass wir irgendwie unsere Drachen jetzt verbessern können. Was wir jetzt nur machen können, ist halt natürlich die guten Kampfzauber halt holen. Also wäre jetzt zum Beispiel Siegeshymne natürlich eine coole Sache, weil wenn unser Drache dann noch mehr Schaden macht. Und ansonsten, ich weiß es nicht, ansonsten nicht mehr viel. Ne? Magie haben wir auch nicht wirklich. Und der Rest ist dann wirklich einfach nur noch ein Zusatz. Da kommen wir aber, wie gesagt, beim Drachen nicht weiter, weil das hier nicht in irgendeiner Form drin ist. Da gibt es einen Mod, glaube ich, da gibt es auch ja Drachen. Das kam schon vor dem Drachen-DLC raus. Da gab es dann auch was, was die Drachen beeinflusst. Das war natürlich ganz cool. Aber hier brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, wir könnten Naga-Transformation machen, wobei ich jetzt die Engelform schon erforscht habe. Nehmen wir einfach die Siegeshymne, ist okay. Machen wir nochmal auf die Ordnung darauf. Obwohl eigentlich mal ein bisschen Variation ganz cool gewesen wäre, aber wir kriegen halt, wie gesagt, überlegene Magie brauchen wir nicht wirklich. Obwohl, doch, stimmt, können wir tatsächlich für unsere Flammenelementare mitnehmen, warum nicht? Ist dann auf jeden Fall in Ordnung. Aber jetzt wird es, glaube ich, nicht mehr das Problem, sondern weil die Drachen eigentlich die ganze Kampfstärke haben, natürlich, ne? Ja, ich stelle euch rein, wenn dann wieder hier... Oh, ich hätte gerade noch einen Belagerungssound gehört. Ich glaube, Fangir wird gerade auch noch von der anderen Seite ziemlich fertig gemacht. Das tut mir natürlich überhaupt nicht leid für ihn. Auf geschiedene Kriege könnten wir schon mal uns zaubern. Brauchen wir aber noch nicht, weil da erst, in Anführungszeichen, erst 3 Drachen warten. Wir müssen auf die 5 warten, bevor wir das wirklich zaubern können. Ja, hier sind wir. Wir haben eine doppelte Armee, hat aber jetzt auch nicht wirklich viel da irgendwie hergeholt. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen was anderes hat oder dass wir den anderen Gegnern wenigstens mal ein bisschen herausfordern können. Denn das hier wird auf jeden Fall einfach nur durchmarschieren sein. Wir werden das hier tatsächlich nicht übernehmen, weil ich glaube, die Stadt ist einfach nicht groß genug, dass sie uns wirklich interessieren würde. Schätze ich jetzt zumindest einfach mal. Bin mal so frei. Dann haben wir irgendeine Stadt gefunden, die uns... Naja, die ist nur wegen Fangier im Krieg, ich wollte schon sagen. Ah, und da haben wir. Wer ist es denn? Pestlord. Aha. Habe ich die erfunden oder nicht? Ich glaube, die sind bestimmt so da, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der wird wahrscheinlich ein bisschen stärker sein. Gucken wir mal. Ne, Militärrang 3 tatsächlich. Ach du Schiete, du bist schlechter als Fangier, Leute. Ich brauche einen gescheiten Kampf. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr müsst mir doch irgendwas bieten können. Mehr als gar nicht. Das ist ja unmöglich. Ja, das kann ja wirklich nicht sein. Aber das ist halt, die kleine Map macht dann schon auch was bei der brutalen KI. Ne? Also da ist nicht so, dass sie da jetzt unendlich dann draufballern können. Und das ohne Probleme, ja, irgendwie hinkriegen. Ich nehme einfach mal hier jetzt Schattenadapt. Oder nehme ich nicht mehr hier einen Bogenschützen. Bogenschützen, her mit dir. Können wir vielleicht noch was aufwerten. Genau, dann nehme ich mich inspirierende Anführer und erfahrene Anführer, um halt nochmal hier die schon mal ein bisschen vorzuwärmen, sag ich mal. Die schicken wir einfach hinterher, du kannst dich dahin bewegen. Eigentlich wäre der Teleporter bauen auch nicht schlecht, habe ich tatsächlich auch freigeschaltet. Wäre also eine Möglichkeit, aber ich glaube, die Map ist so klein, das kriegen wir auch so gebacken. Ja, jetzt sehen wir, was hier unten passiert. Das war also das, was hier der Belagerungssound gemacht hat, irgend so ein Außenposten. In die Ratte belagert, aber auch da wieder nichts Besonderes. Die Ratte wollten es hier noch nicht durchlassen, durch sein Gebiet natürlich. Die sind auch, ihr seht, hier ist das Hauptquartier von dem. Und das ist ja schon eine freie Stadt. Ich weiß nicht, warum er die nicht eingenommen hat, aber die KI ist da nicht so effizient drin. Ohne diesen Mod, den ich ja gespielt habe, wo es halt einfacher wirkt, aber die KI effizienter ist. Aber ja, das ist dann alles. Das heißt, er hat 2 Städte sich hier noch schnell hingequetscht und eine 2. Stadt. Und ich glaube, das war es tatsächlich. Das ist wieder der klassische, wir haben einen Untergrundstaat-Charakter dabei. Ich hoffe, dass wir noch irgendwo einen gescheiten Kampf raussqueezen können, sonst war es das schon. Ich meine, wir sind natürlich auch extrem überlegen. Wir haben halt wirklich, die Strategie hat sich wirklich gut ausgezahlt. Ich kann jetzt gleich meinen letzten Drachen pumpen. Ich kann den jetzt auch einfach mal kaufen. Ah, ne, kann ich nicht. Oh, das ist aber sehr traurig. Aber nächste Runde können wir den kaufen. Dann hauen wir einfach aufgestiegene Krieger da drauf bis zur Unkenntlichkeit. Und dann haben wir einfach ein 2. Deck mit Drachen. Und dann machen wir einfach, wie würde man früher sagen, Face Rolling the Keyboard. Einfach mal rüber und ab dafür, ne? Das ist wie bei, weiß nicht, verschiedenen MOBAs, wenn man einen total überfarmt hat und dann einfach über die Leute hinweg walzt. Das ist schon ziemlich gut.
Ist mir doch egal, für Einheiten wir erlegen sollen. Komplett egal. Denn das Spiel ist eigentlich aus. Wir müssen jetzt nur noch schön unsere ganzen Einheiten hier durchwalzen lassen, damit das auch richtig Spaß macht. Unser Vasall ist auch schon dabei, hat auch mal ein kurzes Tausender-Stack hier schön mit Steingeistern. Finde ich cool, dass sie jetzt mit Steingeistern arbeiten. Ja, also rekrutieren können wir bei denen Steingeister vor allen Dingen. Könnten auch Verteidiger. Aber das erste, was wir bekommen haben, waren die Steingeister und die Gargoyles. Finde ich ziemlich cool. Diese Änderung finde ich noch immer sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen, Vasallmobilisierung oder generell nochmal wegen Vasallen nochmal spielen. Das ist eine ziemlich gute Sache. Könnten jetzt sogar noch perverser werden. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ich will erstmal den Drachen hier kaufen, bevor ich irgendwas anderes baue. So. Dann können wir nämlich hier wieder aufgestiegene Krieger. Brupp. Und dann seht ihr wieder, wir haben da den ersten Rang. Wir können jetzt kurz mal die Engel-Transformation pausieren und für die nächste Runde schon wieder bereithalten. Das heißt, wir bringen mal direkt das nächste Deck hier rüber. Und werden halt einfach komplett übermächtig. Bis zur Unkenntlichkeit. Brauchen wir nicht mal. Also, wenn ihr das seht. Oh, hier unten geht es jetzt zum Clash. Der steht da jetzt drauf. Willst du mich veräppeln? Ich will hier unten gegen ihn kämpfen. Was hat er da? Ja, das ist doch mal eine Aktion. Da können wir doch mal zeigen, was die Drachen so alles zerfetzen können. Erklärt der Krater einfach auch den Krieg. Komplett egal. Mir auch egal, ob da keine Rechtfertigung ist das Problem, dass wir wieder diese bescheuerten ja, Imperiumsabzüge bekommen. Ach, egal. Komm. Oder was gibt's da noch? Bla bla. Vasallenstädte ist mir egal. Einstellung, ja, dann können wir den bösen Drachen tatsächlich bauen. Oder sind wir noch immer nicht ganz böse? Oh, nervig. Egal. Dann haben wir jetzt gar kein Imperium mehr im Prinzip. Aber wir können hier jetzt schön einen Angriff leisten. Müssen wir nur unsere dritte Armee noch herholen. Die ist hier unten. Achso, wenn ich jetzt mit der hochgehe, so. Ach, das geht dann 1 gegen 1. Sehr merkwürdig. Naja, gut. Dann machen wir 1 gegen 1. Ja, dann... Ach, guck mal, hier ist doch noch was. Ah, da können wir auch gegen vorgehen. Das heißt, wir werden uns jetzt mal schön diesen Kampf hier suchen. Haben wir noch ordentlich Stacks, das ist doch toll. Und den machen wir jetzt einfach mal manuell, um mal zu sehen, wieso die Drachen wirken und arbeiten. Da könnt ihr mich dann direkt mal begleiten. Dann machen wir nachher noch mit Fang hier einen schönen Kampf und dann haben wir noch zwei ordentliche Kämpfe. Hier ist unsere Armee, guckt es euch an. Diese Drachen, die natürlich jetzt schlecht gelaunt sind, weil, was war nochmal wegen dem, ich glaube wegen dem Krieg erklärt. Das finde ich ja so bescheuert. Naja, egal. Kein Renten, wir wollen jetzt zeigen, wie krass unsere Drachen sind. Das heißt, wir bewegen uns natürlich schön mit allen hier rüber zu den Drachen. Die werden unser, oh, nicht ins Brennen eigentlich, na egal. Unser Powerstack sein. Die sind für uns natürlich sehr wichtig. Heißt, wieder alles hier rüberziehen. Jetzt kann ich eigentlich wegschneiden. So, leider sind die jetzt sehr viel schneller. Unsere Feuerelementare kommen überhaupt nicht hinterher, was ziemlich ätzend ist. Und unser Fightheld, glaube ich, ist es, wird hier ziemlich angegangen. Finde ich ziemlich unangenehm. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Wir gehen jetzt einfach mit dem Drachen hier rein. Nummer 1. Und machen das jetzt einfach ganz oft, bis alles brennt oder erfroren ist. Wusch. Und erstmal einer gefroren. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier auch nochmal passiert. Und herrlich. Wunderschön. Verbrennen. Erfrieren. Alles, was wir haben wollen. Okay, wir würden unseren eigenen Drachen damit angreifen. Ziemlich ärgerlich. Ach, machen wir einfach hier hin. Ist egal. Ja, auch egal. Soll einfach alles sterben. Kommst du noch hin, damit das einigen... Ah, guck mal, du kannst ja sogar noch da ganz vorne. Das ist ja herrlich. Dann kannst du auch nochmal allen hier einen abbrennen. Wunderschön. Haben natürlich wieder Berserker-Kumpels hier. Und wir haben leider auch eingefrorenen Kameraden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich liebe das, dass diese Wyvern oder Wyvern, die sind ja, frieren ja immer ein. Ne? Das ist ja wirklich unfassbar, dass die das immer schaffen. Hier hätte ich tatsächlich am Anfang zuerst mal das hier wirken sollen. Hm. Naja, zu gierig, die Macht der Drachen rauszuholen. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Wir können auch hier natürlich noch unsere Klingen stärken. Können wir auch noch auf die Drachen machen. Warum nicht? Wir können hier auch hier vorne einmal das schwächende Geheul draufsetzen. Ich will die klassische Strategie von Berserker bauen. Ist ja auch verständlich. Ist ja auch sehr stark, muss man einfach sagen. Noch Massenverjüngung fällt mir gerade auf. Sollten wir auch noch mitnehmen. Warum nicht? Mal einmal hier draufhauen. Dass wir unsere Drachen jetzt wirklich massiv auch oben halten. Das Problem ist halt, dieser wird halt wahrscheinlich sterben. Das ist ziemlich unangenehm. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber das ist halt über dieses Hin- und Herziehen von den Einheiten. Das ist halt einfach unangenehm. Und die blöden Magma-Elementare machen die ganze Zeit meine... Machen die ganze Zeit meine Gruppen voller Flammen. Also spucken die voll oder... Naja, defekieren hier ein bisschen Flammen hin. Was ziemlich unangenehm sein kann. Aber gut, das gehört wohl irgendwie zum Spiel dazu. So, ja... Es ist jetzt nicht das beste Positioning und ehrlich gesagt nicht das effizienteste Spiel, was ich hier gerade mache. Weil ich jetzt meine eigenen Einheiten die ganz mit abbrenne. Ihr seht, wie viel Schaden der auch an den Drachen macht. Guckt euch das an. Ich meine, klar, der Frostdrache ist natürlich auch ein Frostdrache, aber es ist halt schon immer wieder erwähnenswert, wie stark die Feuerelementare sind. Ich finde die schon echt... Können schon mal, sagen wir mal so.
Die haben schon auf jeden Fall einiges drauf. Also hier bleibt einfach hier und macht die Verteidigung. Und ja, dann hoffen wir, dass wir es nicht sterben lassen, weil ich zu gierig war. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so leicht für die wird, uns irgendwie zu killen. Und wenn wohl, ärgere ich mich. Ja, seht ihr, das ist das, was ich meine. Natürlich, ne, großes Ziel geht schnell ab. Kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt tatsächlich noch einen Drachen verlieren. Was sehr unangenehm wäre. Na, ihr seht, wie viel Schaden wir doch durchaus kassieren. Dann geht's noch, aber ihr seht, es wirkt jetzt immer mehr. Aha. Jo, da stirbt er tatsächlich. Ihr seht das. Das finde ich ja krass bei so T5-Einheiten. Das ist halt eine mythische Einheit. Kriegt halt kein Upgrade. Natürlich, wenn wir jetzt Auto-Resolve gemacht hätten, hätten wir niemals was verloren. Ne? Kann ich euch jetzt schon sagen. Niemals was verloren. Aber natürlich, so verlieren wir das relativ schnell. Ich habe jetzt leider auch schon die Heilungsfähigkeit benutzt. Das hätte ich dann auch noch regenerieren können. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich. Aber war irgendwo abzuwarten, weil ich halt so da reingecharged bin. Man darf halt auch mit solchen krassen Einheiten nicht da reinchargen. Ist einfach nicht drin. Das funktioniert einfach nicht. Das seht ihr dann an sowas. Gerade halt, wenn die natürlich auch noch solche Fähigkeiten wie die Wyvern haben, die auch richtig auf die Nerven gehen können. Ja, der müsste aber jetzt sterben, oder? Ich weiß es nicht. Bei den Einheiten, bei den Berserker bin ich ja immer, ganz verwirrt. Können wir die jetzt töten oder nicht? Sind die gerade noch im Standhaft? Können wir mal nachgucken. Der hat keine Standhaftigkeit. Der müsste eigentlich sterben. Das sollte eigentlich funktionieren. Machen wir sonst mal hier alles platt. Seht, sonst können die natürlich sau viel Schaden verursachen, das ist ja klar. Auch nicht drüber zu reden, aber man darf sie halt nicht einfach so nach vorne chargen lassen. Das bringt halt leider nichts. Ich finde es schade, dass das natürlich als T5-Einheit sollte das schon ab und zu mal möglich sein, aber gut, ich kann es halt irgendwo auch verstehen. Hätte ich den Drachen auf jeden Fall nochmal was an Buffs geben sollen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir kriegen ja trotzdem den Kampf hier hin. Ihr seht halt, wie dominant wir jetzt sein können. Wir können ja auch ohne Probleme ja in zwei Runden wieder nachproduzieren. Also einen Drachen in zwei Runden plus ein bisschen was an diesen aufgestiegenen Krieger ballern. Und schon sind wir ja da durch. So ist das jetzt nicht. Ist trotzdem immer ärgerlich, wenn man die dann so dumm verliert. Oh ja, das war es auf jeden Fall. Können wir erstmal wegschalten. Ich glaube, hier wird jetzt nicht mehr viel passieren. Außer, dass ich vielleicht noch den Magma-Inventar verliere, was natürlich auch ärgerlich wäre. Dann gucke ich mal, ob ich das nochmal selber spiele, also ohne euch, um nochmal ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Aber eigentlich brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Weil wir einfach so eine Dominanz haben. Wir haben auch einen Stack, was ja noch nachkommt. Also eigentlich ist das nicht so wichtig. Ich ärgere mich ehrlich gesagt mehr über den Magma-Elementar als über den Drachen. Weil den werden wir wahrscheinlich auch verlieren. Boah, der Schlängler macht mich jetzt auch schon ordentlich Schaden. Nicht sehr gut. Boom. Ordentlich mal drauf brennen. Wo bin ich da? Ah ja. Naja, wie gesagt, ich mache jetzt mal zu Ende und dann schalte ich euch nachher wieder rein. Ach komm, akzeptieren wir einfach den Loss. Wir haben die auch, ich habe die jetzt auch fliegen lassen. Ist eigentlich relativ Wurst. Ich glaube, wenn wir das jetzt outresolven, würden wir natürlich immer noch besser rauskommen. Weil die Drachen einfach natürlich einen sehr hohen Wert haben, einfach im Kampf. Und das macht schon viel her. Ja, und da haben wir jetzt ja ganz viele Helden wieder mal umgehauen. Unsere Zweitarmee oder Drittarmee kommt ja noch hinterher. Das ist nicht das Problem. Wir sollten uns natürlich trotzdem jetzt wieder zurückziehen, damit wir hier nochmal ein bisschen Regeneration mitnehmen. Mal, wie weit wir damit noch gehen können. Ja, nicht mehr weit. Okay, dann bleiben wir erstmal hier stehen. Heilung haben wir übrigens auch nicht als Fähigkeit irgendwo. Ein bisschen ärgerlich ist. Aber jetzt soll er uns jetzt auch nicht weiter kümmern. Schaut euch dann gleich rein, wenn wir den nächsten Kampf angehen. Wir müssen hier noch ein bisschen unsere Einheiten oder Helden aufwerten. Und dann gucken wir mal, was uns denn der Fang hier zu bieten hat. Oder die Ratte, ob er noch ein paar Überraschungen für uns bereitet. Was ja auch durchaus sein kann. Ne? Ja, ein paar Runden weiter. Ihr seht schon, wir haben minus 114 Gold. Also wisst ihr, was passiert ist? Wir haben ein neues T5-Stack. Und das wird sich jetzt gerade ein bisschen nach vorne walzen. Also wir werden uns erstmal verabschieden von ein paar Einheiten, damit wir das noch irgendwie erhalten können. Wir brauchen natürlich dringend noch irgendwie eine Kompensation dafür, also geldtechnisch. Sonst wird das Ganze nicht unbedingt sauber ablaufen. Brauchen wir ja so ein paar Zehnteintreiber und sowas, damit das Ganze nochmal deutlich besser wird. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch interessanter setzen können. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige. Oder hier. Ja, hier braucht drei, dann immer so. Haben wir deutlich mehr Geld. Und ansonsten hat die Ratte erstmal natürlich nichts mehr wirklich jetzt bereitgestellt. Ich habe nochmal die Reichsentwicklung, die Heilung benutzt, damit unsere Drachen auch nochmal aufgewertet werden. Ging hier dann nochmal tödlicher Elan. Na, die werden halt nochmal schön hier plus 12 HP, haben sie die ganze Zeit, also fast 200 HP. Haben sie jetzt, wir kriegen noch immer die demoralisiert wegen diesem blöden Krieg, den wir jetzt, also den, dieses nicht gerechtfertigten Krieg erklärt. Debuff, das ist ein bisschen nervig. Wir werden wahrscheinlich die Armee jetzt auch lösen müssen. Ich setze sie nochmal hier zu unseren Vasallen. Einfach nur, dass sie die verteidigen kann, aber ansonsten werden wir da nicht lang gegen ankommen. Und da kommt nochmal unser Fangier, hat tatsächlich Bock zu kämpfen. Man weiß nicht genau, warum er da jetzt so Bock drauf hat. Obwohl ich ihm doch eigentlich helfe, hier voranzukommen. Oh, jetzt ist er ein niedriger Moral. Ist aber jetzt nicht ernst, dass das weiter stackt, oder?
Achso, nicht genügend Ressourcen. Ja, gut, das ist. Okay. Ressourcenknappheit Gold. Das kriegen wir schon hin. Müssen wir ja tatsächlich hier einmal absetzen. Tut mir leid, Jungs. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Dann sind wir gerade noch so im Positiven. Das heißt, mehr können wir auch nicht aushalten momentan. Dafür ist unsere Armee hier einfach oder unser Gebiet halt einfach viel zu schwach. Ne? Mehr können wir halt einfach nicht erhalten. Ist ein bisschen schade, aber gut, machen wir jetzt auch nicht wirklich viel dran. Ne? Wir dann versuchen noch ein bisschen was zu pushen irgendwo, aber ist das Gebiet auch irgendwo am Ende dann irgendwann? Und momentan passt es ja noch. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht langfristig ohne Geld sind, sonst desertieren die Einheiten und dann hätten wir natürlich ein großes Problem. Jetzt können wir einen Gottkaiser noch nehmen. Im Endeffekt ist es jetzt nicht mehr so wichtig, aber Gottkaiser, ich meine, Massenwiederbelebung oder halt sowas wie, ja, erhabener Kämpfer ist auch ziemlich cool für die Drachen. Dann haben wir noch diesen göttlichen Schutz, wo man Wiederauferstehung kriegt. Das heißt, unsere Drachen können dann auch praktisch unsterblich sein, was auch eine ziemlich gute Geschichte ist. Ihr seht natürlich oben links, dass wir auch noch das Problem haben, dass wir kein Imperium mehr haben. Das ist halt so bescheuert. Wegen diesem blöden Krieg erklären Gedöns. Also es ist halt wirklich total lästig. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt noch geht, ob das jetzt für immer so ist. Aber ich hoffe, wenn der Krieg jetzt gleich zu Ende ist, dass der ganze Spuk dann aufhört. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Dass wir dann da Ruhe haben. Welchen Drachen brauchen wir denn? Einen Frostdrachen, bitte. Danke. Und jetzt zwei Runden noch. Ich hoffe, dass wir so lange noch durchhalten, während die hier weiter mustern, mustern, mustern. Ist ja klar. Ja, es ist doch egal, Leute. Ich kümmere mich später darum. Engelstransformation noch, damit ihr das auch noch gesehen habt. Die paar Einheiten, die wir noch haben. Unser Held oder unsere Helden kriegen noch hier schön Flügelchen. Wir sind natürlich total nett, obwohl wir bösartig sind eigentlich. Aber das soll uns ja nicht weiter kümmern. Wir können jetzt noch ein bisschen unsere Feuerelementare buffen. Was natürlich auch nicht so verkehrt ist. Wir werden jetzt hier erstmal einfach nur Gold produzieren. Ganz egal, was da passiert. Damit wir da auch auf jeden Fall auch vorankommen. Und nächste Runde, da hauen wir dann die Ratte aus dem Leben. Das sollte keinerlei Problem darstellen. Wir können es natürlich einfacher machen, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht der Kampf. Ich will gegen Fange den letzten Kampf machen, glaube ich. Der will uns ja da unten auch irgendwo begegnen. Die sollten wir jetzt einfach aus dem Leben klopfen. Auch wenn wir den schweren Kampf jetzt gewählt haben. Machen wir dann schön gegen Fange noch den letzten Kampf. Und dann sind wir durch. Aber ihr seht, wie die Doomstacks hier natürlich einfach durchhauen. Gerade, ich glaube, wie gesagt, im automatischen Kampf noch besser, als sie eigentlich wären. Weil die Drachen natürlich schon gut gefokust werden können, aber sind natürlich trotzdem sehr stark, sehr klar. So, dann haben wir die nämlich kaputt. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt mal ein bisschen was Positives wieder bekommen. Ja, okay, ist komplett egal. Ja, machen wir das Böse. Vielleicht kriegen wir mal irgendwann mal den maximal Boosthaftigkeitsstatus. Haben wir jetzt, ja, wir haben wieder ein bisschen Imperium. Halleluja, haben wir noch Schwein gehabt, weil wir eben natürlich 7 bezahlen müssen für jeden Drachen. War das ein bisschen knapp. Deswegen ist es gut, dass wir es jetzt hinter uns haben. Müssen wir gucken, dass wir mit allen auch wirklich weit genug kommen. Oh, passt, passt, passt. Wir können jetzt eigentlich unsere 4 Stacks hier wirklich durchziehen. Da haben wir auch kein Problem. Wir können natürlich jetzt auch mal sagen, wie wir variieren hier und hauen mal den letzten Verteidiger leider raus. Setzen hier nochmal einen Drachen rein. Ja, eigentlich sind die Schlängler jetzt auch nicht mehr so gut. Oh. Den Schlingel irgendwie raus haben. Okay, so. Das wäre das. Wo sind wir? Ah ja, dann kriegst du einen Drachen. Und die zwei Schläger kommen auch raus. Und dann kriegst du die zwei Drachen. Dann haben wir eine krasse Armee, würde ich mal behaupten. Die wir durchaus, die sich durchaus sehen lassen kann. Obwohl wir halt auch wirklich knapp am Limit für Geld sind. Ja, okay, 10 Gold wieder. Ich hatte gehofft, dass es nur Mana kostet, aber gut, das ist bei den höheren Spells wohl immer so. Dass das nicht so einfach funktioniert. Ja, Produktion festlegen brauchen wir nicht drüber zu reden. Das funktioniert nicht. Dann suchen wir uns jetzt mal Fange. Der lief ja hier rum. Der läuft natürlich dann wieder hin und her. Gerade wie er so lustig ist oder was er gerade so sieht. Das ist ja klar. Weil er natürlich auch keinen Bock hat, gegen die zwei Drachenstacks hier zu kämpfen. Kann ich irgendwo. Oh, ja. Kann ich auch irgendwo verstehen. Das ist durchaus logisch. Guck mal gerade. Der unten ist er aber nicht, ne? Er war ja irgendwo, glaube ich, hier unten gerade. Jetzt habe ich vergessen, mit den Bienen zu schließen. Kann ich das irgendwo machen? Nee, ne? Ärgerlich, aber soll uns auch nicht weiter stören. So, auf geht's zur Hauptstadt. Ich habe den oben die Außenposten eingenommen, damit wir uns dann notfalls regenerieren können. Wobei ich glaube, dass das gar nicht mehr nötig sein wird. Wenn jetzt mal schauen, ob wir den Fang hier denn in seiner Stadt antreffen. Jo, guckt euch an. Ja, der ist noch nicht geschlagen. Er hat sich ordentlich was zusammengegeiert. Aber ich muss sagen, für 80. Runde, ja, wo hier haben wir 1200er Stack. Er hat auch seine ersten T4-Einheiten. Das sieht ja total lustig aus. Hat auch okaye Zauber, auch gesalbtes Volk, was natürlich immer sehr nervig ist. Krass, dass er doch da auf die Ordnung gekommen ist. Wir haben aber erhabene Kämpfer und wir haben vor allem auch diese Geschichte, wo wir im Kampf unsere Einheit massivst waffen können.
Göttlicher Schutz können wir jetzt natürlich nicht gerade holen. Kann man da sonst noch? Ja, wird auf jeden Fall ein spannender Kampf, so ein letzter. Den werden wir uns auf jeden Fall noch gönnen. Und dann haben wir tatsächlich gezeigt, jo, ihr könnt mit Evolution und zwar nicht nur auf einfachste Weise, sondern auch ein bisschen gemeine Weise durchaus Age of Wonders 4 durchspielen. Und zwar auch mit ziemlich viel lustigen Effekten. Jetzt können wir hier einfach mal schön, wie viele Drachen sind es mittlerweile? Sind es 10 oder sind es eher? Es sind 9, ne? 9 Drachen und allen möglichen anderen Evolutionskram. Einfach mal kurz hier diese Stadt belagern und dem Erdboden gleich machen. Gucken wir, ob wir überhaupt wieder irgendwo das ein bisschen verringern können. Wegmachen ist 8. Ja gut, dann nehmen wir das natürlich. Nehmen wir das. Geht das auch? Ja, dann ist es auch. Ja. Dann nehmen wir das hier. Einmal Turmbombardement, damit uns die gar nicht erst auf den Nerv gehen. Und dann können wir eigentlich hier direkt drauf los. Ist das unser? Sollen wir das? Wie soll das töten? Tatsächlich. Okay. Ja, von mir aus können wir das dann nebenbei machen. Das ist okay. Ach, wir haben noch irgendwo einen Zauberblocker, ne? Ach, ja. Brauchen wir halt auch nicht unbedingt. Wir haben halt jetzt nicht wirklich die ultra krassen Kampfzauber. Unsere Fähigkeit liegt ja wirklich darin, dass wir einfach massive, brutale Doomstacks haben, die uns überhaupt keine Probleme bereiten. Das ist wieder mal das typische Warten. Wir müssen jetzt einfach warten, 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 bis wir dann wirklich... Wo ist unser Chef? Da hinten. Bis wir dann wirklich... Achso, Zauberblocker. Ja, geht ja nicht. Bis wir dann wirklich in den Durchbruch schaffen können. Oh, Kriegsrupp. So, nach ganz vielen Runden in Ende drücken. Gucken wir mal, was haben wir jetzt gegen uns? 1200, 1000, 1000... 500, 700. Also wir werden gegen das 1200, 1000 und einmal das 1000, 3000 zu 4000. Wir haben irgendwo bei jeder Armee 2000 und auch ungefähr 2000. Die haben uns wohl sehr viel bombardiert, deswegen haben wir sehr viel HP verloren. Was ein bisschen nervig ist. Ich habe allerdings die Schutzkuppel uns gegönnt beim Helden, dass wir da eigentlich auch keine Probleme mit haben. Wir greifen natürlich das Stärkste an, damit wir auch einen schönen Kampf haben, den wir jetzt einfach uns mal anschauen können. Als letztes, um zu zeigen, dass diese Drachenstrategie tatsächlich eine ganz coole Geschichte ist. Ja, ihr könnt ja schon mal generell schreiben, was ihr davon haltet, wie es so läuft, was ihr auch zu der Karte sammelt und Kartengeneration. Ich finde es eigentlich okay, man hat ein schnelles, flottes Spiel. Es ist natürlich wie immer so, dass die Forschung teilweise einfach so komisch, ja, schnell geht. Aber das habe ich ja schon bei meinem Review gesagt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Das ist halt ein bisschen so, es wirkt halt so ein bisschen, das Pacing ist halt noch immer sehr, sehr schnell. Ne? Das ist einfach so. Das bleibt auch weiterhin so bestehen. Okay, die laufen schon raus, wollen die ernsthaft angreifen, oder? Lassen wir die doch erstmal kommen. Wir können jetzt hier mit unserem Helden die Schutzkuppel errichten. Zack. Kriegen wir nicht ordentlich HP dazu. Wir können uns dann hier direkt daneben stellen und eigentlich auch nochmal ein bisschen Heilung hier buffen, geben. Hier einmal, zack. Und werden uns natürlich dann auch hier aufstellen. Wenn die da den Kampf suchen, sollen wir den, werden wir den auf jeden Fall auch geben. Warum nicht? Ja, wir haben jetzt auch diese Feuerbombe bei unserem Elementar. Haben wir ja neue draufgelegt als Verzauberung. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig. Generell auch finde ich die Attacke ist halt eher Nostalgie und ein bisschen cheesy und so. Aber ist jetzt nicht so stark, dass sie jetzt zum Beispiel den AOE von dem ersetzt. Weil ihr nur 50% an benachbarten Einheiten macht. Hätte echt diese Elementare immer anders reinsetzen sollen. Die sind ja so langsam. Das ist ja unnormal, wie langsam die sind. Na egal. Ja, und sonst können wir jetzt erstmal nur warten. Ihr kennt das Spielchen. Die erste Runden sind ja immer nur hin und her bewegen, wie so Wahnsinnige. Jetzt fängt er natürlich an, ordentlich drauf zu buffen und zu hauen. Wir haben natürlich unsere Schutzkuppel. Das ist schon mal ganz okay. Wir werden natürlich versuchen, jetzt unseren Drachen hier zu töten. Wir gucken, dass wir gleich diese krasse Fähigkeit draufhauen, wo wir einen Drachen halt mit massiven Buffs ausstatten können. Leute, ey, wenn ihr jetzt ankommt, muss ich euch umbringen. Ah, ihr seid ja auch Engel, tatsächlich. Doch ganz nett. Freut mich doch für die. Und zwar gucken wir uns mal an, was ich meine, wenn es dann mal fertig ist mit den ganzen Animationen. Und zwar haben wir jetzt, ihr seht schon mehr, ne? Wir haben jetzt mal mehr Heilung. Wir haben auch Massenwiederbelebung, ja. Das ist auch ziemlich cool, nur unsere Drachen haben keine Eifer. Aber wir können hier 100% Schaden drauf geben auf unseren Drachen. Das, wir können jetzt einfach mal diesen Drachen hier wählen. Und, okay, das ist ja gar nichts. Ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Mit 100% mehr Schaden, das ist ja vernichtend wenig. Türme stehen auch noch, die habe ich doch extra zerstört. Ah, das Spiel. Wollen wir nicht fertig. Wahrscheinlich sind ja ein paar Türme sind kaputt. Okay. Wäre das hier am besten? So, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Okay, jetzt ist es eh, ja. Das ist schon ganz gut. Damit können wir einmal schon mal hier abbrennen. Würden mit ihr nochmal heilen. Und zwar nehmen wir die große Heilung hier. Damit unsere Einheiten auch wirklich nicht sterben. Und ich versuche zumindest, dass sie nicht sterben. Jetzt nicht schon wieder so ein unangenehmes Erlebnis haben wie eben. Oder so einen Drachen innerhalb von einer Runde verlieren. Da habe ich jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Egal, Feuer ist gegen Feuerdrachen okay. Kann man durchaus anwenden. Feuerbombe hat auch keine höhere Reichweite, ne? Ziemlich schlapp. Gucken wir mal, können wir da...
erreichen. Ich glaube schon, ja. Wumps. Können wir einmal draufhauen und brennen. So wie sich das gehört. Natürlich aufpassen, Feuer oder ach, Feuer. Zauberbrecher sind natürlich nach wie vor sehr starke Einheiten. Auch mit neuen Drachen muss man jetzt da schon ein bisschen Respekt vor haben. Dass man da nicht irgendwie reinläuft und sich komplett verliert. Denn dann haben wir auch ein Problem. Ja, hier ist mir zu viel Friendly Fire. Auch ein Problem, warum ich Drachen okay finde und das für so eine Strategie auch ziemlich cool ist, sind. Aber sie sind natürlich jetzt nicht mehr eine Go-To-Einheit, das kann man einfach so sagen. Weil sie dafür, oh, ist ja unsterblich, krass. Weil sie dafür einfach zu viel AOE auch machen auf eigene Einheiten. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Sternenklinge drauf zu hauen. Ja, ist der jetzt eine Runde unsterblich? Wo steht das denn? Unverwundbar, eine Runde. Mhm. Aber wir müssen eigentlich auch hier unseren Einheiten helfen. Denn die werden auch ziemlich bedrängt. Ich meine, der hier sollte jetzt nicht lange leben. Weil er hier einfach mittendrin steht, statt nur dabei. Das ist nicht das Problem. Finden wir den auch direkt mal. Ach ja, ich hätte ja den. Jetzt habe ich den schönen Wolfruf noch vergessen. Seht ihr mal, ey. Nicht zu sehr im Drachenfieber. Bumm. Und ja, können wir hier mit dem Wolfruf machen. Und der wird dann hundertprozentig sterben. Weil die Hellen sind immer relativ squishy. Aber egal, komm. Wir haben es doch, ne? Wir haben es ja. Ich will ja Massenwiederbelebung auch notfalls machen, wie gesagt. Von daher nicht ganz so das Problem. Da hauen wir hier einfach mal mit dem Onaga drauf. Ein Onaga ist schon gefallen, ist also relativ irrelevant. Ja, was kannst du? Okay. Dahin und dann können wir schon wieder ihn angreifen. Nee, wir wollen keinen Friendly Fire, vielen Dank. Friendly Fire macht nicht ganz so viel Spaß tatsächlich, aber so ein schöner Schwanzschlag wäre tatsächlich ganz hilfreich. Hopp, dann können wir nämlich hier ordentlich Schaden austeilen. Und dann auch tatsächlich hier den hier schon mal umbringen. Sind natürlich jetzt außerhalb der Schutzkuppel, was so ein bisschen das Problem ist. Wir können aber hier ihm zum Beispiel einmal Spur to Action geben. Das heißt, der Drache kann sich einfach nochmal komplett bewegen. Und dann könnten wir hier zum Beispiel noch einen Schwanzschlag anbringen, wenn wir da Bock drauf haben. Warum nicht? Butz. Hätten wir natürlich vorher machen müssen, dann hätten wir auch den Gegenschlag noch vermieden. Aber sei es drum. Es ist der finale Kampf, oder nicht der finale, wir haben ja noch ein Stack danach, aber ich glaube, ich selbst wenn ich jetzt ein bisschen rücksichtslos spiele, werden wir noch immer genug Einheiten haben, um die letzten Stacks zu killen. Da seht ihr wieder, ne, wie viel Schaden natürlich unsere Drachen schon bekommen. Ist ganz sicher nicht so, dass die unsterblich sind, bei weitem nicht. Ne? Soll ja auch so sein, ich finde es auch gut, dass T5-Einheiten in meinen Augen nicht mal so gefährlich sind, als so eine krass gebuffte T4-Einheit, die noch Schockeinheit ist, Kampfmagier oder sonst was. Das muss ich schon sagen. Es war klar, dass die wieder auf den Helden gehen, ne? Das ist echt... Echt gemein sind die, ey. Jetzt wird der wahrscheinlich noch sterben. Der Klassiker. Hä? Noch nicht? Nee? Können übrigens gar keine Massenwiederbelebung mehr machen. Dieser Endzauber hat so viel gekostet. Dass wir wegen Zauberblocker. 100. Ich fand das ein bisschen übertrieben dafür, dass der eigentlich so gut wie gar keinen Schaden gemacht hat. Aber gut, auch das werden wir wohl akzeptieren müssen. Da haben wir jetzt nicht eine große Wahl, da irgendwas dran zu tun. Aber hauen wir hier wieder unseren Zauber rein natürlich. Hast du das auch noch nicht gemacht? Das ist doch schön. Dann zacken wir auch nochmal rein. Du kannst ja erstmal nicht. Wir können natürlich jetzt noch die Feuerbombe machen. Wie gesagt, ist halt, wenn auf eine Einheit geht, ein bisschen stärker. Wenn er neben eine Einheit geht, macht es halt nur 50% Schaden. Ist halt irgendwie nicht so wahnsinnig gut, um ehrlich zu sein. Was? Ach, wo kommst du denn her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Wann ist der denn angekommen? Hier. Look, irgendwas. Bösewicht. Ich habe gesehen, dass der hier angekommen ist, ey. Ja, sonst, wir haben jetzt kein Geld mehr, oder keine Möglichkeit mehr, da jetzt wirklich was zu großartig zu zaubern. Das ist sehr schade, aber gut, das ist das Schicksal. Wenn wir jetzt erstmal hier die Einheiten ein bisschen was mit dem Schwanz durch die Gegend schlagen, dann mögen wir alle gerne mit Schwänzen durch die Gegend hauen. Müssten wir das auch eigentlich aufräumen können. Ja, Schwanz hast du nicht mehr, du hast nochmal einmal schön Feueratem, boom, da haben wir wieder einen Helden weg. Aber ihr seht nochmal, ne, ich möchte es immer wieder betonen, es ist natürlich so, dass die uns schon... gut Schaden machen. Manche nicht mehr, manche weniger, das ist klar. Aber trotzdem. Nicht so, dass wir hier einfach komplett durchwalzen und da überhaupt nicht auf irgendwas achten müssten. Aber natürlich haben wir gerade, wie gesagt, im Auto-Resolve natürlich absolute Hoheit hier. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Oh, da kommst du echt nicht an. Willst du mich veräppeln? Und der macht nur... Hä? Wieso hast du mir angegeben, dass er stirbt? Warum tust du das? Welchen habe ich hier gerade? Den? Okay. Ja, dann macht den doch einfach kaputt. Und dann kannst du noch nach vorne laufen. Was kannst du noch tun? Den Helden kannst du auch nicht umbringen, du kannst ihn umbringen. Machen wir das so einfach. Wir müssen jetzt gleich auch fliehen, von daher ist der Kampf jetzt eigentlich natürlich, also nicht eigentlich, sondern natürlich gelaufen. Der war ja schon vorher relativ gelaufen. Ihr seht aber trotzdem nochmal, möchte ich es mal betonen, der Schaden ist halt da. Ne? Es ist nicht so, dass die uns
mit ihren 16 Helden nicht irgendwie gefährlich werden können. Ne? Das ist ja klar. Das muss man ganz klar zusammenfassen. Hier, der muss zum Beispiel jetzt mal einfach mal ganz schnell abhauen. Denn sonst hat er ein großes Problem. Wollen wir denn jetzt nicht unbedingt verlieren, wenn es nicht sein muss? Ja. Schwierig, ne? Schwächen wir die nochmal. Aber wir kriegen ja trotzdem ordentlich auf die Mütze. Weil ich den Haupthelden nicht gesehen habe. Was natürlich auch ultra clever ist. Also richtig gut ist. Wir können ja noch einen Helden umbringen. Das soll ich auch helfen. Wie viele Helden hat er eigentlich in diesem Match? 6? 5 auf jeden Fall. Ich habe schon 2 gekillt jetzt. Und einer steht noch da hinten. Und der 2 sind noch hier. Und einer ist noch da. Also 5 auf jeden Fall. Was ist das, ey? Das ist ja komplett wahnsinnig. Ach, er ist auch noch dran. Dann hau den mal ein bisschen in die Mütze, auf die Mütze. Das ist ja auch okay. Jetzt würden wir aber noch einen Drachen verlieren. Ich sag's euch, das ist echt traurig. Wir konnten jetzt auch nicht unsere Unsterblichkeit machen. Okay, der Hauptheld ist geflohen. Oh, okay. Na dann. Wissen wir Bescheid. Und die Phasenbeste ist auch... Ach, die fliehen jetzt doch alle. Okay, dann haben wir es ja doch noch überlebt. Auch wenn es knapp war. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Und dann war's das schon mit diesem Kampf. Der ja doch recht erfolgreich war. Aber ne, ich fühle mich trotzdem nicht so unsterblich wie bei manchen Strategien, wo ich wirklich sage, ich habe irgendwie eine krasse C4-Einheit. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich hier. Aber ich weiß nicht, ich möchte das nur selber irgendwie kommunizieren, wie ich mich dabei fühle. Und ich muss sagen, ich fühle mich da nicht so sicher wie bei einer anderen Strategie, wo ich weiß, was ich da getan habe. Hier habe ich ja wirklich einfach gesagt, okay, ich will jetzt maximal natürlich irgendwo einen Schaden anrichten mit Drachen oder maximal T5-Einheiten stacken, was ja auch gut funktioniert. Trotzdem fühle ich mich nicht so sicher wie bei manch anderer Strategie, die ich dann anders überlegt habe. Und jetzt müssen wir hier nochmal gegen 2400. Das zeige ich jetzt nicht, weil ganz ehrlich, das ist dasselbe wie eben, nur ein bisschen weniger. Deswegen können wir da auch Verluste akzeptieren und danach ist der Kampf auch durch. Ich hatte nochmal ein Stack danach, aber ihr seht, wir hauen hier einfach durch. Oh, okay, jetzt hat uns einfach reingelassen, hat gedacht, komm, hat auch keinen Sinn mehr. Funktioniert schon, hast schon gewonnen, alles in Ordnung. Und ja, ihr seht da oben, oder da, ja, da oben fliegt unser Drache und da ist unser Evolver. Siegreich in 91. Runde, immer sehr ähnlich, sehr schnell natürlich immer, das Age of Wonders 4, aber auch die Map hat das natürlich gemacht. Sehr schnell Konfrontation, ihr habt gemerkt, der Zwerg war auch konstant im Kampf. Ich glaube, der wäre schon stärker gewesen, wenn man den, sage ich mal, nicht so unter Druck gesetzt hätte und der mit 3 Städte hätte. Der Zwerg hatte ja eine Stadt und die zweite konnte ich immer als, wenn ich nett bin, als eine halbe Stadt bezeichnen, was jetzt nicht unbedingt super krass ist. Wie immer können wir unsere Fähigkeit noch wählen, das würde ich jetzt auch noch mit euch zusammen machen, weil ich das schon immer cool finde. Zu sehen, was kriegen wir jetzt wieder für eine Fähigkeit hier freigeschaltet. Ihr seht wieder ordentlich viel. Wir können zum Beispiel Gestalter machen. Das wäre 50% Erfahrung. Wäre also für diese Strategie super, super, super krass. Ne? Also es ist echt extrem gut. Dann haben wir Drachenherz. Verbündete Drachen im Kampf erhalten für was? 2 Uhren, 20% mehr Schaden. Okay, also wenn ihr nachspielen wollt, holt euch erstmal Drachenherz. Und dann geht er da rein auf Brutal, selbst wenn er normalerweise nicht Brutal spielt und geht voll auf Drachen. Ihr guckt euch das an. Schon Schlängler sind ja auch schon Drachen. Das heißt, ihr kriegt hier massiven Vorteil. 20% mehr Schaden. Das muss ich einfach rein für den, ja, für die Storyline dahinter machen, weil wir ja wirklich auf Drachen gegangen sind im Endeffekt. Sonst haben wir ja schon mehrere davon gesehen. Der Werfer mit weniger Moral, Pyromant mit diesem Lauffeuer. Märtyrer haben wir letztes Mal genommen. Ja, ich nehme Drachenherz. Das ist echt eine coole Sache. Was? Achso, ich habe es noch nicht gedrückt. Ich dachte gerade, was willst du jetzt von mir? Schließen. So. Und dann haben wir unseren Evolver aufgewertet. Der ist auch schön Engelgestalt natürlich. Das passt ja auch perfekt. Ja, eigentlich nicht. Okay. Das heißt, er hat auch die Evolution hier oder die Transformation aufgestiegene. Mein Gott, aufgestiegene Transformation. Das ist die Engelstransformation. Ich weiß nicht, ob er noch mehr hat. Ich glaube, das ist nur die eine. Man nimmt alles mit, ne? Drakonische Vitalität. Ja, das ist okay. Und gesalbtes Volk ist ganz cool, weil wir noch mehr Schutz vor Heiligenschaden haben. Das heißt, wir sollten jetzt schon ziemlich krass gegen Heiligenschaden sein, allerdings sehr anfällig für Frost und Verderbnisschaden. Und inspirierender Mörder und immun gegen Kontrollverlust, was auch ganz nett ist. Naja, sei es drum. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Videos braucht, dann schaut jetzt einfach mal hier oben nach, ne, Tutorials oder sonst irgendwelche Geschichten, Playlists, was auch immer ich da verlinke. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und noch eine neue Strategie kennengelernt. Haut rein!